Maurice und Ricarda zum Beispiel haben sich ja direkt nach dem Sommerhaus getrennt. Natürlich geht es auch heute Abend um den Streit zwischen Alex und Serkan. Und natürlich ganz besonders der Eklat um Valentina und Gigi. Auf deren Anwesenheit verzichten wir heute Abend hier aufgrund des Vorfalls, über den wir aber natürlich noch sprechen werden, in aller Ausführlichkeit. Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Little YouTuber. Ich bin's, Tana, und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Das Wiedersehen. Es geht nicht mehr weiter. Also es gibt keine 13. oder 14. Folge. Und ich finde auch, jetzt sollten wir uns auch anderen, weiteren Formaten widmen. Ja, Gigi und seine Freundin Dana, sowie auch Valentina und Jan, sind ausgeschlossen. Finde ich auch gut, dass da RTL auch konsequent ist. Denn psychische und physische Gewalt sollten nicht stattfinden in solchen Formaten. Und auch wenn sie stattfinden, sollten solche Menschen halt keine Plattform mehr geboten kriegen. Und das finde ich auch super. Ricarda und Maurice sind getrennt. Mein Glückwunsch, Ricarda. Ich wünsche dir das Beste. Und bei Maurice, also weiß ich nicht, welche Frau da irgendwie so einen Typen sich angeln möchte. Aber auch hier hat er den Vogel abgeschossen. Er ist wie eine Axt im Walde. Und Frauke konfrontiert ihn irgendwie absichtlich mit Sachen. Er grätscht immer dazwischen, wenn die Leute reden, redet vor sich hin. Also wirklich, ich habe noch nie so einen unreflektierten, beratungsresistenten Menschen erlebt in solchen Reality-Formaten. Aber wir gucken uns heute das Wiedersehen an und ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Ich habe eben gerade noch mit Yvonne und Anni von Influencer Lieben mich unterhalten auf Insta über, ja, wie das Wiedersehen, das werde ich unten nochmal einblenden, das könnt ihr euch nochmal angucken. Ist auch richtig gut geworden oder wenn ihr wollt, könnt ihr euch das hier angucken oder da. Schaut da gerne rein. Ich werde das nochmal auf Insta verlinken. Falls du natürlich noch auf meinem Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Natürlich ein Abo, darauf freue ich mich sehr, denn das motiviert mich. Klar habe ich meine Views, aber Abos sind so, weiß ich nicht, das motiviert mich. Ich freue mich total. Ich weiß nicht, ob es fürs Ego ist, aber wenn ich mal so sehe, von wegen 2, 3 Abos mehr oder 10 Abos mehr, dann denke ich so, ja, jetzt machst du noch ein Video und die Leute sollen sich freuen, wenn sie ein Abo abgeschlossen haben, sollen sie auch was geboten kriegen. Ja, du kannst natürlich alle Folgen auch auf RTL Plus sehen, das werde ich unten nochmal verlinken. Du kannst mir natürlich gerne auf TikTok folgen und auf Insta und jetzt geht's wie immer los. Welches ist das? Ich hab's nicht. Och. So, lass mal zwei nehmen versuchen. Ich bin noch dabei. Einzel. Ja, und dann einzeln. Rausnehmen nur. Es gab ganz viele Szenen, ganz viele Rückblicke. Auch hier dieser Rückblick vom Finale, wo Serkan und Samira sich zwei Puzzleteile zusammen nach oben schieben und es rausfischen. Ich finde, ist sehr unfair. Das wird auch nicht besprochen hier. RTL hat sich auch dazu nicht geäußert. Ich weiß nicht, ob ich derjenige bin, der so extrem darauf achtet, oder vielleicht liege ich da falsch, würde mich mal interessieren, was ihr darüber denkt, weil viele finden das ja auch von euch unfair, aber dazu wird irgendwie nichts gesagt. Dazu kam auch keine Frage vom Publikum oder von den anderen Leuten beim Wiedersehen. Seht ihr, wer alles klatscht? Also Alex und Vanessa klatschen überhaupt nicht. Wen wundert's? Aber Maurice hat auch nicht geklatscht, glaube ich. Ihr habt sie mit nach Hause genommen. Sind sie noch da oder habt ihr sie ausgegeben? Noch nicht überwiesen, ne? Was ist los, RTL hier? Was? Ja. Naja, das ist ja logisch. RTL ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Das wird erst überwiesen, wenn auch das Wiedersehen vorbei ist. Dennoch denke ich so, hey, die haben schon vor einem Jahr gewonnen, glaube ich, ne? Oder vor 6, 7 Monaten. Da ist es doch wohl logisch, dass sie das Geld schon auf dem Konto haben. Ja, also erstmal, ne, Glückwunsch an euch beiden, weil ich habe da den beiden mehr gegönnt als Justino und Abend natürlich an der Stelle. Deswegen war ich auch, wo ich zu Hause war und direkt gehört habe, die beiden haben gewonnen, ist mein Herz aufgegangen. Typisch, ne? Typisch Maurice. Der ist befreundet mit Valentina und Jan, sowie auch mit Serkan und hier Samira. Der geht immer auf die dunkle Seite, ne? Habe ich das Gefühl. Maurice wäre natürlich nicht Maurice, wenn er nicht sagen würde, dass er das Serkan und Samira mehr gönnt als Justin und Armin. Einfach gefreut und ja, ich sag mal so, warte, lass mich ausreden, du hast auch ausgeredet, also sei leise. Jetzt sagt er, sei leise, aber später wird er sich so oft einfach in die Gespräche
mit einmischen, dazwischengrätschen und wird vor sich hinreden. Also, da hat er keinen Respekt, wirklich nicht, aber verlangt selber von anderen Menschen Respekt. Wir wissen ja, wie Maurice ist. Er hat ja die Weisheit mit Löffeln gegessen und ist nie der Schuldige. Ich sag mal so, Ricardo hätte sich ein bisschen mehr angestrengt. In meinen Augen hat man bei dem. Wie bei jedem Spiel. Also Maurice wirklich, ne? Alle lachen nicht dort aus. Er meint, das Spiel quetscht mich aus. Und da hat natürlich auch wieder Ricardo Schuld. Wenn man das Spiel neutral anguckt, hat man gesehen. Aber der Fuß hat geklemmt. Ja, der klemmt auch. Also nicht nur der Fuß hat geklemmt bei Maurice. Wie gesagt, ich bin nicht gut auf sie zu sprechen, aber ihr muss man eins lassen. Sie hat alles gegeben. Sie hat den Arm da draufgeschmissen, hat gesagt, Schatz, press dich aus. Sie war voller Ehrgeiz, so, ne? Und das hatte Ricardo nicht. Also, was ist los mit dir, Maurice? Bei dir hat das auch gefehlt, finde ich, wo du in der Höhe warst oder bei einigen anderen Spielen. Sportler durch und durch, für mich, so, ich kann schlecht verlieren, ist halt so, ist jetzt vielleicht nicht eine coole Eigenschaft, aber ich gebe halt immer alles. So. Aber Maurice, du hast genauso deine Probleme gehabt in einigen Spielen, wo sie definitiv besser war als Aber du. ich habe aber alles gegeben. Ja, und aber ich nicht, vielleicht oder hat was? Ich bin über meine Grenzen vielleicht hat hinausgegangen. sie, ja, aber meinst du, sie hat es nicht Nö, gemacht? hat sie nicht. Ja, das ist deine Wenn ich mal Meinung. Alleine, er entscheidet einfach über sie hinweg. Nö, hat sie nicht, das weiß ich, ne? Aber er hat alles natürlich getan, um zu siegen, um versuchen zu siegen. Also Maurice, wirklich, wenn ich mir das so angucke, es ist so lächerlich. Lächerlicher geht's nicht. Wirklich, ich muss wirklich einmal schlucken, weil Ja, für das. mich jetzt als außenstehende Person, wo ich das alles nochmal gesehen habe, es war beschämend für mich, dass ich das alles mit mir machen gelassen Ach habe. du Scheiße, mach dir die So, Schiene. und Ja, ich okay. bin. Bravo, Ricarda, wirklich. Es war wirklich beschämend. Nicht nur beschämend, sondern ich meine, man wird der Erfahrung reifer. Ne? Dann pickt man sich solche Menschen nicht mehr aus. Nicht mehr, lächelt man solche Männer nicht mehr an. Kannst du nicht wissen, dass er so ist, ne? Oder dass er so war. Oh Gott, ganz schlimm. Also, mein Glückwunsch, Ricarda, dass du den los bist. Du sagst jedes Mal, du hast alles gegeben. Ja, hab ich Du auch. hast Nur beim nicht. Bohren, du wusstest noch nicht mal, ob links oder rechts rum, weil du nie in deinem Leben Bohrer in der Hand hattest, ja? Ja, okay, ja, also ich bin kein Handwerker, Ja, okay. das Ja. hat doch damit Dafür nichts zu gibt es tun. welche, die Ich machen damit glaube nicht, dass Leidenschaft, hier weißt du, jeder ich hier ein meine, das ist ja. Handwerker ist. Ist auch ein Beispiel, einer der Beispiele, wo er nicht richtig bohren konnte, wo er rumgeschrien hat. Da war ja Max noch viel besser. Der hat ja, Ricardo hatte hier gesagt, so, er hat viel dünnere Arme. Das ist natürlich nicht böse gemeint, aber den Vergleich und Max hatte das viel mehr drauf als der Maurice. Du hast immer gesagt, du darfst nicht mit den anderen reden. Nicht mit Lach allen, nicht mit den nicht anderen. mit allen, aber Trink mit nicht mit manchen den darf man auch nicht anderen. reden. Ja, wieso Wenn, hängst du? ja, der wollte komplett Ricarda isolieren. Der wollte halt, dass sie, ja, so ein Schoßhündchen ist. Alles Ja und Amen sagt. Er darf sie einlullen, die darf nichts sagen. Sie ist immer die Schuldige, er nicht. Also, wow. Zum Glück hat sie ihn verlassen. Also, das kann ich nur noch betonen. Wenn man meine Frau Unterstützung. doof anmacht, dann stehe ich zu 1000% hinter meiner Frau. Dann habe ich auch direkt mit der Du Person hast, auch ein Maurice, Problem. du hast. Jetzt haben wir ja auch so ein Foto gesehen im Internet, das wurde mir zugeschickt, wo Valentina und Maurice sich irgendwie, ja, sehen so ein bisschen intim aus. Und vielleicht, ne, Maurice? Kann ja klappen mit Valentina. Dann ist der Gian wenigstens der Glückliche, der endlich aufatmen kann. Hoffe ich für Gian. Und Wir haben doch gerade nein. gehört, dass du, dass die 50.000 scheißegal sind. Na, Aber, ich ja. habe nur mich nicht so verbissen dahinterher gemacht, ja, und mich verloren. Ich war, glaube ich, die einzige Person in dieser Sendung mit Max, die authentisch war. Ich Hey, habe was ihn laberst du denn, geheult. Alter? Was laberst du denn, Alter? Ich glaube, der hat das nicht gelernt, wie man mit Frauen redet. Allerdings, authentisch würde ich jetzt nicht sagen, war auch sehr, sehr viele Punkte waren da auch, wo ich Claudia Obert kritisiere, sehr fragwürdig von ihrer Verhaltensweise. Das werden wir gleich nochmal uns angucken. Ich kann auf Maurice verzichten, wie Ricarda Ich kann auch. mittlerweile auch. Ja, wir verzichten alle auf Maurice, wirklich. Ich Also kann auf manche dich sind auch vielleicht verzichten. verbissen auf 50.000 und die anderen sind verbissen auf Sendezeit, ne? Auf Das ist das was, ja. Einzige, ja, was ist. Das ist wohl wahr, Justine. Die einen haben Bock auf die 50.000 Euro und eine Claudia Obert hat Bock auf Sendezeit, auf Attention. Das ist halt wie so eine Ausbildung, die du hier machst. Ne? Mal sehen, was du dazu lernst. Und ich habe sehr viel Neues dazu Ja, das gelernt. muss man sagen, ja. Ja. Ist ja auch schön, so mit jungen Menschen, ne? Da kriegt man immer wieder neue Inspirationen. Also, ob das eine Inspiration ist, mit so vielen toxischen Menschen und negativer Energie in einem Haus zu sein, in einem, also das wünsche ich niemandem. Ne? Also Tim Toupet hat sich das wahrscheinlich anders gedacht. Er dachte wahrscheinlich ein bisschen mehr
Personality würde mit reinkommen, aber da war ja nur Streithähne drin. Wir zwei haben auch viel über uns beide gelernt und wir sitzen ja zusammen hier und sind trotz vieler anderer Meinungen sind wir tatsächlich ein Paar. Bei den beiden, ne? Also Carina hat sich ja wirklich krass einlullen lassen. Da dachte ich auch jedes Mal, oh mein Gott, Carina, was lässt sie mit dir dort machen? Aber Carina sagt auch gleich nochmal, warum sie eigentlich nicht so gegengesteuert hat und warum das Tim Toupet gewundert hat. Eigentlich kann Carina auch anders. Na, wen ich damit meine, habe ich ja in meiner Story komplett offen gelassen. Die haben wir jetzt ja nicht alle gesehen. Genau. Und, du sprichst ja sonst alles immer gerade raus. Dann sag doch mal die Namen. Bin ich auch gespannt, ob sie was dazu sagen wird. Sie hat so eine Andeutung gemacht bei ihrer Insta-Story oder in ihrer Insta-Story, dass eventuell ein Paar fake sein könnte. Aber ich glaube, sie meinte eher Max und Claudia damit. Ey, es sind nicht alle echt im Sommerhaus. Es wurde gar kein Name genannt und plötzlich schreit ihr auf und macht so eine peinliche Szene. Dann ruft mich irgendwie 27.000 Mal Reporter an, eine private Handynummer wird weitergegeben. Irgendwo auf dem Ballermann stehen und ein Video machen, die Presse anrufen, sogar andere Leute kontaktieren, nach unseren Nummern fragen. Okay. Also da kriege ich, oder okay, Nummern okay, weiter. Okay, die geben jetzt Tim die Schuld. Eventuell könnte Tim irgendwie eine Welle daraus gemacht haben. Weil irgendwie in so einer Zeitung, ich glaube Mallorca Revue, soll das thematisiert worden sein. Deswegen sollen die sich aufgeregt haben. Also man regt sich eigentlich nur darüber auf, wenn es auch eventuell stimmen könnte, dass ihr ein Fake-Paar seid. Aber ihr scheint ja noch in einer Beziehung zu sein, da verstehe ich nicht, warum man sich da so derbe aufregt. Du hast sie angepumpt ohne Ende. Ihr habt so getan, als wäre, also was wart ihr, irgendeine Soße? Ihr wart kein Paar, was war denn das? Okay. Erik hat schon recht, aber Erik finde ich hier auch Edith beim Wiedersehen. Anfangs war ich echt ein Fan von denen und langsam, also es ist halt viel weniger geworden und ich finde ihre Art und Weise gerade hier beim Wiedersehen sehr unsympathisch. Die Bild-Zeitung zu kontaktieren, dass wir ich habe die Bild-Zeitung kontaktiert. Also ich wirklich, habe die Bild-Zeitung kontaktiert. Du hast eine Handynummer weitergegeben. Ich habe eine Handynummer weitergegeben. Ja. Okay, die reden irgendwie aneinander vorbei. Tim hat es nicht getan, dann müsste es ja ein anderer sein. Ich weiß es nicht. Also irgendeiner hat wahrscheinlich die Bild-Zeitung kontaktiert und irgendeiner hat auch deren Nummern rausgegeben. Du hast doch einmal Frauen ein so hier Material. Hier so, dann ich hab's ja nach Bilder. Erst dann gesehen. Zeige doch die Bilder, bevor du ja, redest. Ich hab, mir du hast das Bilder Problem. Zugeschickt, mein Lieber. Du behauptest Sachen, die nicht mir stimmen. Wurden die Bilder und am Ende, zugeschickt. Drei Wochen später, wo du einen Shitstorm kriegst, folgst du Nein. und dann entschuldigst du dich. Ich habe mich dann, entschuldigt, nachdem du weil ich gesagt kriegst. Habe, dass du eine geschlossene Klinik gehörst. Hier dürfen wir nicht über Toleranz reden und nicht über Beziehungen. Okay, dann wir urteilen auch nicht über eure offene Beziehung. Okay, da gab es ja auch einen Schlagabtausch. Ne? Bei Insta hatte ich auch ein Video zugemacht. Da meinte der Erik, der hat sich ja später dann nochmal entschuldigt, dass der Alex in eine geschlossene Anstalt reingehört. Und der Erik hat ja auch noch behauptet, dass in irgendwelchen Formaten der Alex Frauen geschlagen hätte. Nein, also das habe ich auch bis dato nicht gesehen. Ich weiß, dass er halt impulsiv ist, aggressiv ist und ja, dass er Frauen geschlagen hätte. Nee, also... Bis dato habe ich sowas nicht gesehen. Weil sie führt eine einseitig offene Beziehung, hat was mit Frauen. Nein, nein, Alex, nicht. Wir haben und alle gesehen, was Alex, 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 die Vanessa, stopp, das stopp. Ist stopp. Stopp. Ja, Vanessa, mein Urteil auch nicht über das Geld von keiner. Anderen, oder? Wenn ihr alle durcheinander redet, ist es ganz schwer zu verstehen. Nicht reden, nicht reden. Also. Mit dir redet keiner, du warst drei Tage so, drin. So, Vanessa, du hast ja. das Wort. Okay, warum mischt sich jetzt Hannah ein und Alex greift die an, weil sie eine einseitige offene Beziehung haben? Erik hat das ja auch dementiert später, glaube ich. Anfangs hatten die gesagt, dass die eine einseitige offene Beziehung haben und Edith halt mit anderen Frauen was hätte. Aber jetzt darf Vanessa was dazu sagen. Es ist momentan wirklich eine krasse, angespannte Situation. Sie hat die ganze Zeit gelogen im Internet. Sag mal, dass nicht sie übergriffig war. Kannst wo war ich übergriffig? Du hast mit mich wem? Berührt. Mit wem? Du hast mich berührt. Sie hat du hast von mich berührt. Geredet. Von du hast mich berührt. Als ich, Frau als ich das mit der Tochter gesagt habe, hast du so auf meine Brust welche gedrückt. Welche Frau war ich übergriffig? Die einzige, die ich angefasst habe, war Ricarda. Okay, wieder reden sie aneinander vorbei. Hannah sagt was anderes als Alex. Gut, die Situation war übergriffig, finde ich, wo sie Alex an die Brust gepackt hat oder ihn halt, wie soll ich sagen, ob das Schlagen ist, also anstupsen würde ich eher sagen, aber das war auch nicht in Ordnung. Würde das ein Mann zu einer Frau machen? Oh mein Gott, ne? Da wäre alles offen.
Aber Hanna spricht hier was anderes an, was ich auch sehr interessant finde. Vanessa soll auf Instagram angesprochen haben, dass die Hanna übergriffig sei, den anderen Frauen gegenüber. Ich weiß nicht, was sie damit meint. Also eventuell auf den Popo geklatscht hätte oder... aber Ricarda sagte halt nein und auch eine andere hat dann noch gesagt, so von wegen, nee, du bist gar nicht übergriffig. Aber Vanessa sieht das als übergriffig und das ist das Thema hier. Davon wusste ich eigentlich gar nichts, aber... Und Samira, war ich übergriffig dir gegenüber? Andere Frauen habt ihr begrapscht? War ich übergriffig dir gegenüber? Vergebene Frauen habt ihr begrapscht? Also laber nicht so eine Scheiße. Vergebene Frauen begrapscht, das ist übergriffig. Hab ich dich begrapscht? Ihr habt eine Brust gepackt, einen Hintern gepackt. Krass, das weiß ich nicht. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mal was dazu schreibt und ob da irgendwelche Frauen auch sind, die sich beschwert haben deswegen. Ich sage zu dir, lass dich selber nicht aussprechen. Sei mal bitte kurz einfach mal leise. Wirklich, du redest ein bisschen zu viel. Sei doch mal ruhig, danke. Wirklich. Du kannst dir auch einfach mal eine Meinung anhören, auch wenn es dir nicht passt. Ist so, weil deine Meinung muss ich mir da auch oft genug anhören. Du darfst doch reden. Dankeschön. Wow, also Vanessa zeigt richtig Zähne, was ich gut finde, weil Hanna immer dazwischen redet. Ich finde es auch sehr schade, dass Hanna und Jessie überhaupt nicht thematisiert wurden, weil das ist auch eine krasse toxische Beziehung gewesen und Hanna hat extrem Jessie eingelullt und ja, hat sie respektlos behandelt, finde ich. Aber jetzt redet Vanessa und Vanessa spricht sehr, sehr gute Punkte an und ja, die kann sich echt gut artikulieren, muss ich sagen. Und wir hören mal, was sie sagt. Und zwar zu dieser ganzen Geschichte, ob man eine Beziehung toleriert oder nicht. Ich glaube, wir sind hier gerade alle Paare und jedes Paar, was hier sitzt, führt eine Beziehung auf eine Art und Weise, wie er sie führen möchte. Oder auch führt auch keine. Ist auch okay. Vanessa ist ziemlich geladen und möchte gerne mal auch das weiter ausführen. Ricarda kriegt dazwischen und sagt so von wegen, ich bin Single mittlerweile, hallo. Gibt es da irgendeinen Mann, der mich vielleicht haben möchte? Und Vanessa redet weiter. Also ich finde es super, wie sie sich dazu äußert. Aber ich finde es wirklich anmaßend, zu irgendeiner Beziehung irgendwas zu sagen. Richtig. Denn ob wir Probleme untereinander haben, die Probleme untereinander haben, die etwas in einer Beziehung vereinbart haben, was wir für uns nicht vertreten können, das hat jeder selber einfach für sich einzugestehen. Weil jeder darf seine Beziehung führen, so wie er sie möchte. Und keiner kann nach 2 Wochen, nach 3 Wochen oder nach 5 Monaten von außen in eine Beziehung hineingucken und dazu irgendetwas sagen. Natürlich kann keiner irgendwie reingucken und das irgendwie beurteilen, aber wenn ihr eine Plattform bietet, wenn du den Leuten Futter bietest, wie zum Beispiel, dass er dich gekniffen hätte im Interviewraum und du auch so ein bisschen Hilfe gesucht hast bei den anderen Paaren, dann muss man sich auch nicht wundern. Du bietest diese Plattform und gerade wir YouTuber, wir reagieren drauf, wir gucken uns das an. Ich weiß nicht, ob es auch an uns gerichtet ist, aber wenn man in der Öffentlichkeit steht und sich so benimmt und seine Beziehung so dermaßen in Schau stellt, dann muss man sich auch nicht wundern, warum Menschen sich einmischen und was dazu sagen. Weil ich nehme mir auch nicht das Recht heraus zu sagen, der und der ist, weiß ich nicht, in der Beziehung scheiße zu dem. Wenn es demjenigen doch gefällt, soll er es doch weitermachen. Aber dass zu uns immer alle kommen und sagen, hier, das und das passt nicht, aber man selber möchte für seine Beziehung akzeptiert werden, das passt für mich nicht. Okay, sie meint direkt hier Edith und Erik. Und die wollen ja so viel Toleranz, aber tolerieren nicht unsere Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Aber wie gesagt, Vanessa, du hast ihnen eine Plattform geboten. Du hast gesagt, dass du gekniffen wurdest. Und die wollten dich halt einfach in Schutz nehmen und mit dem Alex darüber reden. Vielleicht bist du in Zukunft, thematisierst du das einfach anders. Weil auch bei der Nominierung, wo du Alex halt nicht hinter ihm standest, fand ich auch nicht in Ordnung, wo er gesagt hat, dass Serkans Tochter eventuell sich schämen würde für ihre Eltern. Da wurde es auch richtig hitzig und ich meine, du warst auch ganz schlimm in dem Moment. Da hättest du deinen Partner einfach in die Ecke nehmen sollen und sagen sollen, du Alex, das ist nicht in Ordnung, was du hier erzählst, was du hier sagst. Valentina hat mich bedrängt, sie ist mir hinterhergelaufen, hat mich eingeengt, hat mich weiterhin beleidigt. Ich bin wirklich die ersten 5, 6 Situationen nonstop aus dem Weg gegangen, aber irgendwann musst du auch eine Grenze setzen, weil es hört ja nicht auf. Ja, also nicht nur mit Valentina hatte er ein Problem, auch dann mit Vanessa. Er hat den Fokus so ein bisschen verloren zu seiner Beziehung, kann ich verstehen, weil Valentina echt diese Krawaltina, diese Krawallbürste, also ganz schlimm, wie sie sich da benommen hat mit ihrem Psychoterror. Auch ein Alex, der sich hat coachen lassen, der konnte auch nicht mehr und hat alles irgendwie über Bord geworfen und so die alten Muster kamen dann wieder hervor.
Maurice, du hast aus meiner Sicht so ein bisschen die Seiten gewechselt. Zuerst hast du die Sprüche von Valentina auch total verurteilt. Gar nicht. Das ist deine neue beste Freundin jetzt. Du hast zunächst einmal die Sprüche total verurteilt. Dann habe ich mal gedacht, Mensch, das ist ja mal ein Mann, ein Wort. Und dann hat sich das aber plötzlich gedreht. Nee, das verstehen ja alle falsch. Natürlich, das verstehen alle falsch, Frauke. Also hier unser Maurice, der weiß, was Sache ist. Alle sind schuld, auch Ricarda ist schuld. Dass ja kein Haar in den Popel kommt. Weil ich mag das nicht, wenn Frauen weinen, so, ne? Mhm, der mag das nicht. Aber der liebt es, seine Freundin fertig zu machen, einzulullen, respektlos zu behandeln. Und dann fängt die an zu weinen. Aber die Ricarda sei anders. Die spielt einem nur was vor anscheinend. Mhm. Das wurde mir natürlich ja auch zum Verhängnis, weil ich gesagt habe, dass sie nicht flemmen soll, aber sie kann das auf Knopfdruck, das war der Unterschied. Mhm, Ricarda kann das nämlich auf Knopfdruck. Also, dass er immer wieder irgendwelche Lügen erfindet. Also echt so ein Lügenbaron. Und er glaubt seine eigenen Lügen ja auch. Ne? Das ist ja das Problem. Und da muss man den Menschen auch mit Vorsicht genießen. Weil du musst dir eins merken im Leben. Wenn ein Mensch bei dir lästert, dann lästert der auch ganz genau aber über deinen... Aber Valentina hat bei dir gesagt, ich fake? Ich habe nie gelästert. Ich war immer gerade nicht einmal in der Show. Ja. Da habe ich den gelästert. Wann denn? Weil wir sind nicht wie so eine Valentina und lauschen an der Tür und hören, was sie sagt. Aber warum, du unterstellst mir, ich habe mit Valentina gelästert. Ja, und der Lauscher an der Wand hört seine eigene Schande, wie sie da so steht und zuhört. Oh, wirklich, wenn ich diese Frau sehe, ne? Da wird mir schon speiübel. Kann mir bitte mal jemand den Eimer bringen? Nur mal die Frage, kam die von Dan oder von Gigi aus? Ich frage nur. Weil du hast es ja antizipiert als Einziger. Beide haben sich ja gegenseitig aufgebaut. Die Provokation kam eindeutig von Gigi aus bei der Nominierung mit Du Lutschpuppe. Dan hat nichts gesagt. Aber was ist danach passiert? Und also tut mir leid, Maurice. Der Gigi wollte mit dem Dan reden und wollte das aus dem Weg räumen. Der Dan durfte nicht wegen Valentina. Valentina hat ihm das verboten. Und dann fing halt die Provokation an, ne? Also Jan hätte lieber schlafen gehen sollen, wollte er ja auch. Aber als dann Valentina kam, ist er natürlich dazugekommen und wollte sie beschützen. Und dann, ja, ist der Stand zum Rollen gekommen. Also in meinen Augen haben die alle hier, also die auf Gigi's Seite sind, haben alle ihr Gesicht verloren. Ich schwöre auf meine Mutter. Und er schwört immer auf seine Mutter, ne? Die arme Mutter. Also wenn der irgendwann was mal passiert, ne? Dann wissen wir, woher das kommt. Weißt du, was das Geile ist? Wenn Menschen über dich reden, machst du alles richtig. Nee, du hast sogar... Ich will mal nie wiedersehen im Fernsehen. Aber deswegen... Dich wird man nie wiedersehen, weil du irrelevant bist. Immer diese Ausreden, wenn die Menschen über dich reden, dann hast du was richtig gemacht. Nein, Maurice, mach mal auf, bitte. Siehst du nicht, dass Justin und Arvin wirklich die Gewinner der Herzen sind? Obwohl wir Gewinner haben beim Sommerhaus der Stars? Nee, der Typ hat echt den Schuss nicht gehört. Ich weiß nicht, ob Valentina den schon gebrieft hat jetzt, aber der provoziert so arg, der soll einfach still sein und soll sich einmal Kritik annehmen. Er hat mich doch jetzt angemacht, ich will nur was dazu sagen. Er fängt die ganze Zeit an, sei doch einfach ruhig, was er mich verarschen hat. Verstehst du das? Also, sie hat voll komplett recht. Also ich habe das Gefühl, als wäre Valentina auch hinten hinterm Sofa oder er hat sie im Ohr, ne? So ein Mikro oder wirklich, vielleicht hat sie ihn wirklich gebrieft. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Wir haben die ganze Zeit provoziert, so kleine Sticheleien. Letztendlich natürlich nicht cool, was da passiert ist. Aber so wie das aufgebauscht worden ist mit Jochbeinbruch, Amnesie, Ohnmacht, ist für mich das absolut Lächerlichste, was ich jemals gehört habe. Das stimmt allerdings, dass da wirklich alles aufgebauscht wurde, dass Valentina versucht hat, schon vorher den Gigi fertig zu machen, obwohl wir keine Beweise hatten, dass sie ihn als Frauenschläger betitelt hat. Also, das geht natürlich auch nicht. Also, wie sie das Ganze aufgebauscht hat. Aber das wissen wir jetzt, wenn irgendwas wieder passiert, gerade bei Germany Shore, dass Valentina eigentlich diejenige ist, die eventuell lügt. Maurice, bist du mit Valentina und Can befreundet? Ihr seid, das sind jetzt beste Freunde mittlerweile. Die gehen also zusammen Döner essen. Ihr habt den so öfter schon zusammen gesehen? Ja, das sind Busenfreundinnen geworden. Die gehen zusammen in Düsseldorf Döner essen. Sorry, dass ich das sage, aber du hast vorher immer schlecht über die geredet, auch wo wir noch zusammen waren. Das ist ganz häufig. Ja, sie ruft mich gestern Abend an. Nacht ruft sie mich an. Ja, wir haben gestern auch telefoniert. Ja, sie hat Maurice angerufen und war geschockt darüber, dass Valentina und Maurice befreundet sind. Und das wollte sie einfach mal klären mit ihm. Also ich finde, generell ist es absolut dämlich, Menschen nach ihrem Äußeren zu beurteilen. Ich finde, das ist vollkommener Quark. Man kann mal einen Scherz vielleicht als Ehepaar oder mit guten Freunden machen. Ja, das war das Thema mit Ricarda. Ich zitiere das nochmal, wo Claudia Obert gesagt hat, dafür bist du aber gut im Futter, behalte es bei, du bist fett genug. Und das finde ich krass,
Das geht nicht. Auch wenn man befreundet ist mit jemandem und weiß, dass diese Person eigentlich Probleme hat mit ihrer Figur, weil Ricarda sagt ja, dass sie Probleme hat mit ihrem Bauch, geht das nicht. Das geht wirklich nicht. Es ist einfach Bodyshaming. Und wenn du das weißt, dann machst du das nicht. Grundsätzlich sollte man sich gerade heutzutage sich zurückhalten, sowas überhaupt zu äußern. Und Edith spricht das hier natürlich offen und ehrlich an, was ich sehr, sehr gut finde, weil Claudia ja auch die Edith kritisiert hat wegen ihrem Aussehen. Da meinte sie ja auch, das Essen schmeckt so, wie sie aussieht, weil Edith ja viel gekocht hat dort für die. Hinzukommen und zu sagen, Edith, ich finde das und das an dir nicht gut, das ist vollkommen okay, damit kann ich umgehen. Aber hinterfotzig mit irgendwem reden und da dann hoffen, dass es ja nur Edith nicht erfährt, das habe ich absolut nicht verstanden. Aber wenn sie dann davor steht, dann mach doch den Witz vor ihr, Mann. Dann lache ich auch mit. Ja, das stimmt auch. Ich finde auch hier, Erik ist so aggressiv und impulsiv hier. Also echt gut, dass Edith direkt neben ihm sitzt. Ich bin ein ruhiger Typ. Ich meine, soll ich jetzt hier meine Frau hier anschreien, weil wir jetzt nicht richtig Fahrrad fahren können oder wie? Guck die anderen Idioten alle an. Also ich meine, die schreien ihre Frauen untereinander an. Ich meine, seid ihr bekloppt? Also Max hat fast gar nicht geredet, aber wo er geredet hat, dachte ich so, ja, ist richtig und sehr, sehr gut, was er gesagt hat. Ich finde auch, die waren so dermaßen ehrgeizig dabei, dass sie ihre Frauen so dermaßen unterbuttert haben. Oder Valentina hat Jan total fertig gemacht. Also nicht nur, dass die Frauen irgendwie unterbuttert wurden, aber auch der Mann halt, ne, der Jan. Ich bin sehr ehrgeizig, aber das war schon immer so. Und bin auch oft übers Ziel hinausgeschossen bei diesen Spielen oder wie wir miteinander umgegangen sind. Das Wichtigste ist doch am Ende des Tages, wir beide lachen drüber. Wir haben es jetzt gerade gesehen, wir haben beide gelacht. Also jetzt lacht ihr zwar, aber als Zuschauer, wenn man das sieht, gut ab. Also dass das Carina auch mit sich machen lassen hat und nichts gesagt hat, aber die kann anscheinend auch anders. Wenn wir zusammen zu Hause sind, schießt er da auch zurück. Da fliegt er auch schon mal der Pantoffel hinterher. Warum hast du es da nicht gemacht? Okay, ja, wundert mich auch. Also anscheinend soll sie mit Gegenständen schmeißen. Nur ich habe sehr viel Anstand von zu Hause mitbekommen und habe dann tatsächlich drüber nachgedacht, wie wirkt das, wenn ich jetzt im Fernsehen hier Kontra gebe, wenn ich hier so ein Drama mache wie alle anderen Beteiligten, ist nicht meine Welt. Also. Okay, Anstand, ja, also ob das jetzt eine Ausrede ist, dass sie anständig sei und deswegen das sich gemacht hat. Also ich glaube, von der Person her ist sie einfach sehr devot. Weiß ich nicht, ob ich ihr das jetzt auch abkaufen kann. Es zeigt uns aber auch wirklich in dem Tiefpunkt der Beziehung, wir sind da nicht als gutes Team reingegangen, so wie es vorgegaukelt haben am Anfang. Es ist ein Fakt. Wir haben unsere Probleme gehabt. Wir dachten aber, okay, wir schaffen das irgendwie da einfach durchzuboxen. Also wir waren sicher, dass wir es schaffen, dass wir die einfach ausblenden, die Probleme, die wir bisher da nicht angegangen sind und das Ding halt einfach durchzuziehen. Okay, weil sie meinten ja vorher, sie wären transparent, sie hätten alles reflektiert, also haben sie uns doch was vorgegaukelt oder uns angelogen, ihre Fans angelogen oder Follower angelogen. Das geht natürlich auch nicht, das finde ich auch nicht in Ordnung, weil die ja immer viel über Selbstreflexion, immer viel über Transparenz reden. Und ich finde ja, dass da Alex ehrlich gesagt alles so nach außen macht, damit die Leute ihn halt lieben, ne? Und seine Impulsivität oder seine Aggressivität versucht er zu verstecken, aber es kommt dann irgendwann dann halt raus und dann heißt es immer wieder, wir haben das Ganze reflektiert. Ich weiß nicht, wie oft er das noch machen wird, aber wenn er das hier so sagt, dann glaube ich ihm das und ich hoffe, dass das weiterhin so bleibt, weil im Sommerhaus sah das echt anders aus. Wie gesagt, alle gemerkt. Ich sage nicht, dass ich perfekt war, ich sage, dass ich Fehler gemacht habe. Also zwischen perfekt und diesen Szenen ist auch noch ein bisschen was dazwischen. Ich sage ja, dass ich Fehler gemacht habe, ich sage, dass ich aus diesen Fehlern auch gelernt habe. Ich habe mein Verhalten reflektiert, das hat sie genauso gemacht. Deswegen haben wir uns eine Paartherapie auch danach gesucht, die uns super weitergeholfen hat. Schön auswendig gelernt. Wir waren jetzt ein gutes Beispiel daran, dass man aus so einer schlechten Beziehung sowas Tolles schaffen kann. Erik und er sagt das ja immer wieder, dass das besser wird, dass das besser wurde. Klar, jeder arbeitet an seiner Beziehung und wir hoffen natürlich, dass es besser wird. Und die haben ja auch Paartherapie hinter sich. Aber sowas dauert halt Jahre. Also ich könnte mich jetzt da nicht hinsetzen und sagen, so, ich habe mich jetzt selbst reflektiert und das ist alles gut. Du bist ja permanent in Shows und rastest dort aus und schreist Frauen an. Ja, da hat er recht. Damit hat er recht. Aber mit hier schlagen, schubsen und so oder jemanden anpacken, was da Erik behauptet hat, das stimmt nicht.
mein Freund. Schlagen. Ich würde Einrichtungseinheiten zerstören. Ganz ehrlich, ich sollte dann stationäre Behandlung. Jetzt fängst du schon wieder an. Fängt das war deine Worte. Echt krass. Ja, stationäre Behandlung, da hat sich Erik schon entschuldigt. Alex greift das nochmal auf. Und dass er halt Möbel irgendwie zusammentritt und so. Ja, das hat er auch gemacht. Also, das haben wir auch gesehen. Ich bin keine dumme Frau, die sich von irgendeinem Typen unterbuttern lassen lässt, weil ich darf mir oft genug auch anhören, dass ich die Schlimme bin in der Beziehung. Ich glaube, es ist wichtig, dass man vielleicht auch erkennt, dass Menschen Probleme haben. Es gibt Sachen, die es aufzuarbeiten gab. Es stimmt vielleicht, dass Alex wirklich an manchen Punkten viel zu impulsiv ist oder Sachen hat, die er regulieren muss. Ja, sie hat wirklich das Sagen. Ne? Sie hat das Ganze gut durchschaut, und weil viele haben sie ja auch kritisiert, dass sie sehr passiv-aggressiv sei. Haben wir auch gesehen bei Sommerhaus des Stars, dass sie dann auf einmal in die Opferrolle schlüpft. Und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die sich gefunden haben, die beiden, ne? Anstatt immer nur zu sagen, ihr habt das gemacht, ihr habt das gemacht. Ja, er hat das gemacht, aber er ist bereit zu lernen und daraus besser zu werden. Und das sollte man endlich mal anerkennen und sehen. Es ist halt leider so, Vanessa, ne? Wenn man einmal Scheiße baut im Fernsehen, gerade als Reality-Star, das ist wie Kacke unterm Schuh, ne? Das wird immer wieder haften bleiben, das kommt so schnell nicht weg. Deswegen, das kann man halt natürlich irgendwann wegmachen, aber das braucht Jahre Geduld. Und die Leute werden euch immer wieder auf Temptation Island reduzieren. Und so ist es halt. Das ist leider schade, aber da kann man leider nichts mehr ändern. Ihr könnt euch jetzt nur noch super gut präsentieren. Im Sommerhaus haben wir euch jetzt auch erlebt, war auch nicht so besonders. Und ich hoffe natürlich, in naher Zukunft sehen wir eure bessere Version. Ich meine, wir waren 3 Wochen da drin und er wollte lieber mit dem Fahrer die ganze Autofahrt über die Schalke-Ergebnisse sprechen, anstatt mit mir. Fand ich jetzt auch nicht ganz so cool, dass man halt dann gerade dann im Auto sagt, okay, ne, wir weinen zusammen oder wir lachen jetzt zusammen oder wir reden nochmal über alles. Ja, wahrscheinlich war einfach die Beziehung schon hin. Also die hätte man auch nicht mehr recyceln können, wenn er da mehr auf Schalke Wert legt als auf dich. Ich definiere eine Beziehung, dass man hinter dem Partner steht, dass man den Partner nicht anlügt, dass man hinter dem Partner steht, dass man loyal ist und dass man sein letztes Hemd für den Partner gibt. Und das war leider nicht gegeben. Also Maurice, was erzählst du da für Mist schon wieder? Also ich hoffe, dass du dich in deiner nächsten Beziehung daran hältst, weil es ist auch wichtig, dass man sich gegenseitig respektiert, dass man Respekt zeigt seiner Freundin gegenüber und nicht ihr verbietet, mit dem oder mit dem zu reden. Das geht überhaupt nicht. Wie lange waren wir, glaube ich, danach noch zusammen? Ich glaube, eine Woche oder so. Also er hat sich erstmal eine ganze Woche, hat er sich halt gar nicht gemeldet. Die reden auch irgendwie aneinander vorbei. Sie hat ihre Version, er hat seine Version. Also da konnte ich irgendwie nicht sehen von wegen, wer ist im Recht, wer ist im Unrecht. Aber ich glaube natürlich Ricarda hier, weil wir haben ja Maurice 1:1 erlebt. Bei Sommerhaus der Stars. Und dann warst du bei deinen Eltern im Kinderzimmer, wohnst du ja, ne? Das ist richtig, ne? Ich weiß nicht, warum du jetzt so Kinderzimmer erwähnst. Ist das ein Verwerfnis, dass ich in meinem Kinderzimmer wohne? Das ist überhaupt nicht schlimm. Nee, ich aber warum das nicht zum Beispiel, ich wohne noch zu Hause. Warum betonst du jetzt genau noch dieses Kinderzimmer? Weil du das Kind bist. Nee, für mich ist aber Kinderzimmer nichts klar, Negatives deshalb. Dankeschön. Aber es ist so. Frauke ist total genervt von Maurice, glaube ich. Sie fühlt sich richtig getriggert und denkt so, gut, jetzt erwähne ich mal Kinderzimmer. Es ist natürlich überhaupt nicht verwerflich, dass er zu Hause wohnt und in seinem Kinderzimmer lebt. Also es ist halt die Definition wahrscheinlich, wenn man sagt zu jemandem, ich lebe zu Hause, also lebst du in deinem Kinderzimmer. Aber es kann ja auch gut angehen, dass er eventuell eine WG hat mit den Eltern. Also das würde ich eher weniger denken von Maurice, weil Maurice sagt ja, ne, die Mami macht alles. Auch die Koffer hat die Mami gekauft. Und der lebt wahrscheinlich im Kinderzimmer. Es ist nicht verwerflich, aber es kann ja auch eine WG sein, wo dann er seine Eltern unterstützt oder wo er die Miete zahlt und die Eltern bei ihm wohnen. Also kann alles sein. Danach nicht. Also er wollte halt erstmal zu seinen Eltern, was auch verständlich ist. Ich wollte halt auch erstmal nach Hause. Ich hatte ihn im Auto gefragt, möchtest du mit zu mir kommen? Ich habe halt eine eigene Wohnung und ich dachte, vielleicht möchte er mit zu mir kommen. Der Maurice redet wirklich die ganze Zeit dazwischen, nuschelt. Also man hört ihn immer wieder im Hintergrund. Und Frauke bringt es ehrlich gesagt auf den Punkt. Also eigentlich aber so, wie ihr es jetzt beide schildert, war es ja irgendwie auch einvernehmlich. Ne? Es hat nicht mehr gepasst. Das hat man ja auch im Sommerhaus irgendwie gemerkt. Und dann trennt man sich. Ne? Amen. Geschrieben, dass aus deiner Sicht du zu schlecht weggekommen bist und Ricarda als zu nett dargestellt 1000%. Wurde. 1000%, nicht 100%, 1000%. Also er wurde schlecht dargestellt.
das, was er da gemacht hat, das wurde schlecht geschnitten, das hat er eigentlich gar nicht gemacht, das haben die einfach so bearbeitet, damit er das so schlecht macht, ne? Also mit der KI-Version. Also wirklich, Maurice, willst du mich verarschen? Aber unsere Eltern zum Beispiel, die haben sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass wir überhaupt zusammengeblieben sind. Ist halt so. Ja. Meine Mutter, sie konnte meine Mutter jede Nacht anrufen. Meine Mutter auch, so, bis sie erfahren hat, wie du mich behandelt hast. Und deswegen hat meine Mutter gesagt, ich sage unsere Eltern. Das finde ich gut. Ich glaube, spätestens nach Sommerhaus des Stars, nach der Ausstrahlung, hat die Mutter auch gesehen, wie Maurice Ricarda behandelt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Moment erinnern könnt, wo ich gesagt habe, wir hatten auch zwei, drei Monate keinen Sex mehr als Beispiel. Warum? Weil mein Freund mir nicht geglaubt hat, dass ich die Spirale drin habe. Und deswegen hat er dann vor seiner Mutter gesagt, ich möchte ein Beweisfoto haben, dass du die Spirale drin hast, weil sonst packe ich dich nicht mehr an. So Sachen musste ich mir von meinem eigenen Freund anhören, ja. Oh, das ist echt abartig, respektlos einer Frau gegenüber zu sagen, von wegen, zeig mir das Foto von der Spirale. Oh, Mann. Das ist doch wirklich von Anfang an die Beziehung zum Scheitern verurteilt. Und nicht, weil ich keinen Bock habe auf Sex oder so, weil Sex ist was Schönes. Aber wenn ich die Frau betrügt, belügt, hintergeht, du laberst willst du das so dann noch? Möchtest du das dann noch? Das ist, ich frage dich das. Ja, gut. Maurice kennen wir ja. Wenn er irgendwie keine Ausrede hat, dann erfindet er Ausreden und lügt und glaubt sie halt dann später selbst. Ich sag's hier für alle nochmal, ich bin mit einem Plan reingegangen, also jemand, der es immer noch nicht verstanden hat, bewusst, dass das Nachrückerpaar immer Scheißkarten hat. Jetzt kommen wir zu unserem Marionettenspieler, dem Serkan. Und der ist total easy damit. Er sagt so, ja, ich hatte mal einen Plan, ich bin reingegangen, habe alle manipuliert und dazu steht er auch. Und da musst du dich auch nicht wundern, wenn du Shitstorm bekommst, lieber Serkan. Und eure Story hat dermaßen was bei uns ausgelöst, was ich selber noch nicht erlebt habe und nie wieder erleben möchte. Und das wünsche ich euch nicht in einem Tag in diesem Leben. Das nennt man Karma. Genau, das nennt man Karma. Und Alex sagt ja auch, der hat ja auch viel Shitstorm bekommen nach Temptation Island. Und er sagt so, das war meine Schuld. Also musst du dich jetzt auch nicht wundern, lieber Serkan, wenn du einfach dort drin warst, um zu gewinnen. Du bist einfach über Leichen gegangen, du hast manipuliert, hast mit den Menschen gespielt und später kam dann halt alles raus. Und zudem stehst du auch. Also musst du dich auch nicht wundern, wenn du Shitstorm bekommst. Nicht, weil Alex gesagt hat, deine Tochter wird sich später schämen für dich oder für euch. Es ist ja auch keine Beleidigung deiner Tochter gegenüber. Nicht deswegen habt ihr Shitstorm bekommen, sondern weil du dich daneben benommen hast, Serkan. Und wir haben Nachrichten bekommen, ich will die gar nicht mehr in den Mund nehmen. Die haben gesagt, wir werden euer Kind mit dem Jugendamt alles Mögliche dran setzen, dass es euch weggenommen wird. Das sind natürlich richtig eklige Nachrichten. Finde ich auch nicht okay, warum man denen sowas schreibt. Jeder sollte irgendwie auf sich selbst gucken, statt irgendwie irgendwelche Reality-Stars anzuschreiben. Alle anderen Nachrichten, dass wir Manipulatoren sind, das und bla bla, okay. kann ich alles ab. Ich bin nicht zum ersten Mal im Reality-TV, okay? Aber so eine Scheiße muss ich nicht abkönnen. Der Serkan versucht einfach, die Schuld auf andere zu schieben, finde ich, im Nachhinein. Und das sehe ich nicht ein. Das, was so dermaßen ihr gerade gesagt habt, ja, was euch gegenüber passiert ist, was die Leute von draußen machen, das tut mir abgrundtief leid. Das tut bestimmt auch Alex und Vanessa abgrundtief leid. Das ist nicht in Ordnung. Also natürlich, mir tut sowas auch total leid. Das ist traurig, dass sowas kommt, dass Cybermobbing überhaupt zustande kommt, dass Mobbing kommt. Das geht niemandem was an. Aber der Serkan versucht einfach, die Schuld von sich abzuwälzen, auf andere zu schieben. Aber das liegt nicht in unserer Verantwortung. Doch, wenn du es aussprichst, dann ja. Ihr könnt nicht eure Fehler, die ihr gemacht habt, auf uns projizieren. Okay, darf ich nochmal was dazu sagen? Nein, darfst du nicht. Ey, ihr habt eure Allianz dort gebildet. Ihr habt mich ausgenutzt. Dein Verhalten war manipulativ. Falsch und hinterhältig. Ja, gebe ich doch offen zu. Was willst du denn? Deswegen habt ihr den Shitstorm. Nicht, weil Zico und ich eine Story sagen. Nein, eben nicht. Ja, finde ich auch. Nicht, weil Zico und Alex eine Story gemacht haben zu dem. Das ist Bullshit. Serkan, du hast dich einfach daneben benommen. Du hast mich als Hurensohn bezeichnet. Hast du das? Alex. Hier bist du. Hast du ihn als Bastard beschimpft? Aber schau mal, Alex. Hat er, gibt es zu, dass er ihn als Hurensohn bezeichnet hat. Er hat ihn sogar angerufen, der Serkan. Hat ihn dann nochmal als Hurensohn beleidigt. Also, er hat ihn tyrannisiert irgendwie am Telefon. Das ist ganz schlimm, das ist unterste Schublade. Du hast doch gerade beleidigt. Ich sage, eure Tochter wird sich verschämen. Okay, stopp. Andere Sache. Aber schau mal. Stopp, warte mal.
ist deine Meinung und das ist auch meine Meinung, wirklich, dass die Tochter sich schämen wird, wenn sie erfährt, so von wegen, dass sie bei Bachelor in Paradise gezeugt wurde. Und will gar keine Freunde finden, wenn sich dadurch was entwickelt, wie mit den zwei beiden. Oder auch sogar Maurice, mit dem ich echt gut verstehe. Dann ist es cool. Claudia kenne ich. Verstehst du? Das ist für mich... Er hat von Anfang an gesagt, ich bin nicht hier, um Freunde zu finden. Und dann macht man sich total unsympathisch, finde ich. In meinen Augen ist das mit Justin und Abend von eurer Seite nur eine Image-Sache. Aber mein Image und unser Image war Weltklasse. Ist auch noch Weltklasse. Das ist hier unten, das ist da unten irgendwo auf dem Boden, euer Image. Und ich bin eine Person, ich trau mich, ich habe Eier in der Hose, ich kann abgewichst spielen. Und ich werde aber dann heute nicht über Hate. Schau mal ganz kurz. Das ist ja dein Verschulden wegen deinem Verhalten. Ja, wenn du abgewichst spielst, dann wundert dich auch nicht über den Shitstorm, den du bekommst. Oh. Ihr habt von Intoleranz gesprochen, Intoleranz. Ich toleriere einfach dieses Verhalten nicht, ich finde es nicht in Ordnung. Ihr anscheinend schon, dann macht es, ist okay, aber ich nicht. Hanna wollte auch mal schreien, jetzt darf sie schreien, sie findet das nicht okay, dass Pia und Zico mit Alex und Vanessa befreundet sind, wegen diesem Eklat mit der Tochter von Serkan und Samira. Ich habe abgewichst gespielt und ich würde es immer wieder so machen. Okay. Dieses Echo kann ich gerne ab und kann ich auch noch weiter ab. So. Ja, dann wundere dich nicht. Was laberst du hier dann? Aber was war mit dem Anruf vor 3 Tagen, wo du mich als Sohn und so im Wasser beleidigt hast? Alex, komm, erzähl noch 1000 Alex, hast du meine Nummer von irgendjemandem zugeschickt bekommen? Das finde ich auch nicht in Ordnung, ne? Dass die Nummern einfach so weitergeschickt werden und dann kann er einfach mal anrufen anonym und sagen so, ja, ne, du Hurensohn. Schrecklich. Wie Kindergarten. Ihr seid das Gewinnerpaar. Ihr habt die 50.000 Euro mit nach Hause genommen. Der Schmerz sitzt wohl ganz tief da drüben und deswegen ist mein Plan aufgegangen und deswegen seid ihr auch so frustriert. Mit deiner 1-Euro-Gage habe ich genauso viel Gage bekommen wie du als Preisgeber. So ist mir Alex, egal. Jetzt wissen wir auch, wie viel Gage der Eis bekommen hat. Wahrscheinlich 50.000 Euro, damit er da mitmachen kann. Deine Gage affektiert mich nicht. Kann ich die ist 20 Mal auszahlen. Hier und jetzt. 20 Mal hat er 1 Million Euro? Das bezweifle ich. Aber es gibt nicht nur Stress und Blödsinn, sondern es gibt auch tolle Nachrichten. Schaut mal. Wir erwarten Nachwuchs. Justine ist schwanger. Mensch, mein Glückwunsch. Und nicht nur sie, sondern auch Pia. Achso, ja. Hier. Wir wollen das natürlich sehen. Ja, so ein bisschen, ne? Ein bisschen, ja. Also der Bauch schwarz macht ja schlank, ne? Also. Glückwunsch auch an euch, Pia und Zico. Ihr habt auch geheiratet. Genau, das haben wir auch und noch dazu. Und ich darf noch was verraten. Ihr habt, glaube ich, sogar die Outfits an von eurer Hochzeit. Ist das richtig? Ja. Richtig. Ja. Also, wir wollten nicht mehr anziehen sollen, weil es passt nicht mehr viel. Und oh, sie haben die Klamotten an, was sie auf der Hochzeit getragen haben. Finde ich auch süß. Sie sagt so, das passt nicht mehr alles. Ja, klar. Ich meine, du hast ein Lebewesen in dir, das wächst und wächst. Mein Glückwunsch nochmal an die beiden. Das war's auch, meine Lieben. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin total gespannt auf eure Kommentare. Falls du natürlich noch auf meinem Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Einen Daumen nach oben, durch Kommentare. Und falls du natürlich die ganzen Folgen streamen möchtest, unter meiner Beschreibung findest du einen Link zu rtlplus.com. Da kannst du auch die ganzen Folgen streamen. Du kannst mir natürlich auch über Insta folgen und auf TikTok. Ich danke euch vielmals. Muah.